Ja, wie gesagt, ja, genau. Ja, ich muss kurz ein Video drehen. Die Leute warten, ne? Alles klar. Ja, ich vergesse natürlich nicht Werbung für meinen Kanal. Ja, natürlich vergesse ich auch nicht Werbung für MMOGA zu machen. Das ist ja logisch. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Ich werde den Leuten sagen, dass sie mal vorbeischauen sollen. Alles klar. Kriegen wir hin. Okay. Dann, haut rein. Jo, ciao, ciao. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Was geht, Freunde? Und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal, Freunde. Viele haben es sich gewünscht, viele haben gewartet ohne Ende. Und jetzt ist es soweit, Freunde. Heute werde ich auf eure Fragen antworten, Freunde. Ja, wir haben das schon, keine Ahnung wie oft gemacht. Ich glaube zweimal insgesamt. Aber wie gesagt, wir werden das jetzt durchziehen, wir werden das jetzt dauerhaft machen und ich hoffe, ihr werdet sehr, sehr viel Spaß haben. Ich finde, es ist ein mega geiles Format, weil man so auch so ein bisschen was von demjenigen ein bisschen noch kennenlernt. Ja, viele kennen mich einfach nur durch den Stream, durch andere Videos vielleicht noch. Aber so habt ihr die Möglichkeit, wirklich nochmal feste Sachen oder auch ein paar geheime Sachen nur über mich herauszufinden, Freunde. Und ich denke mal, das ist eine richtig, richtig coole Sache. Ich hoffe, wie gesagt, ihr freut euch. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange drum rum. Schaut gerne unten in der Videobeschreibung die Links. Checkt sie gerne aus. Unter anderem findet ihr da einen Link von der lieben netten Seite MMOGA. Freunde, checkt die Seite gerne mal aus. Falls ihr noch kein Mitglied auf meinem Kanal seid, checkt auch das gerne mal aus. Würde mich wirklich freuen und supporten. Und falls ihr noch kein Abo und Like da gelassen habt, Freunde, vergesst auch nicht, dies zu tun. Ganz entspannt. Kuss geht raus. Let's go mit dem Video, Freunde. Ab geht's. So, und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Frage an, Freunde. Ich habe Handy in der Hand. Ich lese einfach mal vor, würde ich sagen. Und wie gesagt, wir fangen an mit dem netten Mojo Kologo. Ja? Und er fragt, macht dir YouTube Spaß? Das ist eine Frage, die stellen mir wirklich sehr, sehr viele Leute. Und ich frage mich aber auch ständig, wieso die Leute mich sowas fragen. Weil warum soll ich denn etwas machen, was mir keinen Spaß macht? Andere Leute gehen Tennis spielen, andere Leute spielen Fußball und ich mache YouTube. Ja, ich mag es einfach, es ist ein Hobby, es ist kein Ding der Sache, dass ich hier extrem viel Geld verdiene oder sonst irgendwas. Es sind Peanuts, die ich vielleicht verdiene, wenn ich was verdiene, Freunde. Aber da kommen wir später zu. Nur wegen dem Geld würde ich es auch nicht machen. Und ich hoffe, ich konnte dir damit die Frage auf jeden Fall beantworten. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten. Und zwar ist die Frage von dem lieben, netten Kelvin. Und er fragt, wie viele Abonnenten hast du mittlerweile? Da kann ich euch schon, also ich könnte euch darauf antworten, aber ich habe mir selber gesagt, dass ich darauf keine Antwort geben werde. Ich kann euch aber trotzdem sagen, wie viele Abonnenten ich hatte, als ich das letzte Mal, Freunde, und das ist jetzt mittlerweile bestimmt schon wieder 2-3 Monate her, als ich das letzte Mal meine Abonnentenzahl online gestellt habe. Ja? Und das letzte Mal, als ich die Abonnentenzahl online gestellt hatte, hatten wir ungefähr 2.500 Abonnenten. Wie viele Abonnenten ich jetzt momentan habe, verrate ich nicht. Das werde ich nochmal öffentlich stellen. Dann wird jeder das sehen. Aber jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, Freunde, mache ich es nicht. Ja? Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Und die Frage kommt von dem lieben netten Johannes Meyer. Und er fragt, interessierst du dich für American Football? Ja, also ich sag mal so, ich bin jetzt kein extremer Fan von American Football, aber es interessiert mich schon. Also ich muss schon sagen, es ist ein Sport, der mich schon kickt, wenn ich ihn gucke. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt was anderes schauen würde, was mir eher liegen würde, würde ich natürlich das schauen. Also da wird dann American Football irgendwo so ein bisschen zur Seite wegfallen. Das würde ich dann wahrscheinlich nicht gucken. Aber wenn es die Möglichkeit gibt und das Spiel auch ganz nice ist, dann würde ich es auf jeden Fall schauen. Ja, also ich interessiere mich, denke ich mal, schon so ein bisschen dafür, aber ich bin jetzt kein absoluter Nerd oder Geek da drin. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage und das ist dann wieder eine Frage von dem lieben netten Kelvin. Und er fragt, was ist eigentlich dein Favorite Essen von 1 bis 6? Okay, also Essen von 1 bis 6. Ich würde sagen, also mein Favorite Essen sind Nudeln. Ich glaube, Nudeln sind so mein Favorite Essen. Ich glaube, Nudeln, das fühlt auch der ein oder andere. Ist auf jeden Fall auf Platz 1, ja, weil die kann ich, also Nudeln kann ich immer essen. Auch mit Tomatensauce oder mit Carbonara oder keine Ahnung was, Freunde, kann ich immer essen. Ja, also wirklich, das ist mein Favorite Essen.
100 pro. Zweites Lieblingsessen ist, glaube ich, Pizza. Pizza esse ich auch mega, mega gerne. Ein drittes Lieblingsessen sind, glaube ich, Klöße mit Rotkohl und Fleisch. So, ja Rouladen. Rouladen. So was schön Deutsches. Und die anderen drei wüsste ich jetzt gar nicht, was ich da sagen sollte. Also wie gesagt, Nudeln, Pizza und dann sowas Schönes, Deftiges so aus der deutschen Küche. Ja, deutsche Küche, Freunde, beste. Ja, Klöße, Rouladen, Rotkohl. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und die Frage kommt von dem lieben netten Wolf Dev. Und der fragt, kannst du Minecraft mit mir spielen? Ja, können wir gerne machen. Problem ist nur momentan, dass wir die Sparte Fragen und Antworten wieder mit aufgenommen haben. Können wir gerne auch mal im Stream Minecraft spielen. Falls der ein oder andere Lust hat, könnt ihr ja gerne mal, wie gesagt, unter das Video jetzt hier auch was schreiben. Habe ich gar kein Problem mit. Ja, können wir, wie gesagt, gerne mal machen. Damit beantworte ich natürlich auch gleichzeitig die zweite Frage, die steht nämlich direkt darunter, von dem lieben netten Luca Troll. Und er fragt auch, kannst Minecraft spielen? Und wie gesagt, dazu gibt es ja dann die Antwort, ja. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Maddox fragt, wann streamst du? Streaming-Zeiten, wie gesagt, sind montags, mittwochs, freitags und sonntags, ja. Ich denke mal, das ist für jeden eigentlich machbar, vielleicht am Start zu sein, gerade auch für die Moderatoren. Wir haben da ja immer, oder beziehungsweise ich habe immer einen Tag Pause zwischen gemacht, weil ich sag mal so, es ist schon nice zu streamen, sagen wir es mal so. Ich habe ja auch gutes Equipment, es macht mir auch Spaß. Ich schweife mir viel zu viel ab. Antwort darauf, montags, mittwochs, freitags und sonntags. Ja, montags, mittwochs, freitags, sonntags. Ich denke mal, das kann man sich ganz gut merken. Dann kommen wir zur Frage von Wookie. Und ich wusste, dass die Frage irgendwann nochmal kommt. Und zwar, er fragt, wie viel verdienst du mit YouTube im Monat? Und da kann ich Real Talk zu euch sagen, falls der ein oder andere jetzt denkt, ich verdiene damit meinen Unterhalt. Freunde, um euch das einmal kurz zu erklären, um mit YouTube so viel Geld zu verdienen, dass man davon leben kann, müsste man monatlich um die 1,5 bis 2.000 Euro mit YouTube verdienen. Um auf die Frage zu kommen, wie viel ich verdiene, weil ich finde, das jetzt ist jetzt kein Geheimnis, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich konnte euch keine Sachen zeigen da, weil das sind private Unterlagen, wo auch gewisse Sachen stehen, die ich nicht zeigen darf. Und zwar hängt es immer davon ab, wie viele Leute jetzt auch gerade Mitgliedschaft haben. Mitgliedschaft spielt auch eine große Rolle da drin. Wie werden meine Videos geklickt? Wie viel Werbung wird abgespielt? Und so weiter, Freunde. Das ist monatlich komplett unterschiedlich. Also ich kann euch sagen, letzten Monat habe ich mit allem drum und dran, mit Mitgliedschaften, mit Werbung und mit Videoklicks, habe ich ungefähr 150 bis 200 Euro verdient. Also roundabout 150 bis 200 Euro. Ich denke mal, dieser Monat wird stärker. Die Abrechnung für diesen Monat ist noch nicht raus, weil ich das auf einen anderen Monat gelegt habe. Bedeutet, ich bekomme das erst später. Aber ich denke mal, dieser Monat wird stärker sein, da halt auch mehr Sachen reingekommen sind. Also nur rein YouTube würde ich jetzt mal so behaupten, diesen Monat so um die 200 bis 250 Euro, also nochmal 100 Euro mehr ungefähr, würde ich jetzt mal so behaupten. Kann natürlich auch weniger sein, ja. Ich weiß es jetzt, ich weiß es wirklich nicht, Freunde. Das muss man halt abwarten, wenn die ganzen Sachen abgezogen sind und so weiter. Dazu kommen ja dann auch noch solche Sachen wie beispielsweise Supporter Creator Code, wo ich auch ein bisschen was dran verdiene. Und dann kommt da noch zu Tippy Stream, wenn Leute einfach so donaten, Super Chat, was jetzt natürlich in den YouTube-Einnahmen schon drin ist, aber Tippy Stream zähle ich zum Beispiel nicht dazu, weil Tippy Stream ist einzeln, ist alleine stehend und von Tippy Stream die Einnahmen, die gehen auch nicht auf mein Konto, sondern das geht alles auf das PayPal-Konto von mir, also nicht auf mein normales Bankkonto, sondern auf mein PayPal-Konto, was ich auch spare und wo dann auch neues Equipment von gekauft wird. Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema von und ich weiß auch, dass viele von euch da echt viele Fragen haben zu, weil vielleicht auch der eine andere da draußen ist, der auch mal selber YouTube machen möchte. Mich juckt das wirklich nicht. Ich würde euch jetzt einfach so die Unterlagen zeigen. Problem ist nur, da steht Adresse allen rum dran drauf und ja, ich darf es auch einfach nicht zeigen. Ich weiß, es haben andere YouTuber gemacht, die haben auch echt Probleme deswegen gekriegt. Deswegen, ich möchte jetzt keine Probleme wegen so einer Sache bekommen. Ja, wir machen jetzt weiter, Freunde, wir machen weiter, sonst dauert das alles noch länger.
Dann kommen wir zur Frage von Dennis Eck und er fragt, wie krass bin ich in Fall Guys? Dennis, Digga, du bist sehr, sehr krass, also bist schon stark auf jeden Fall, bist schon stark. Dann kommen wir zu Unbekannt Weil und er fragt, liebst du mich? In Klammern bin Ennis. Ich liebe meine ganze Community, ich hoffe, ihr mögt mich auch. Natürlich geht da ein dicker, saftiger Knutscher raus an der Stelle, ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar von René Kraus und er fragt, wann hast du Geburtstag? Ja? Und darauf kann ich antworten, ich habe am 19.11. Geburtstag. Ja, ich wurde am 19.11.1996 geboren, bin dementsprechend 18 seit 5 Jahren, Freunde, und ich hoffe, damit habe ich deine Frage beantwortet. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar kommt die Frage von Noxy und er fragt, was möchtest du in deinem Leben noch erreichen, ja, im Leben erreichen, Freunde, ich denke mal, im Leben erreichen möchte man vieles, also ich denke mal, viele von euch da draußen wollen berühmt werden, wollen viel Geld verdienen, wollen viel reisen, also alle schönen Sachen, die es so auf der Welt überhaupt gibt, möchte man eigentlich erreichen, wäre natürlich auch mein Traum wäre es, so viel Geld zu haben, dass man sich einfach um nichts mehr kümmern muss, beziehungsweise nur noch rein das machen kann, was man machen möchte. Man kann hingehen, wo man möchte, man kann mit den Leuten freunden, man kann die einfach mitnehmen, ohne dass sie sich um irgendwas kümmern müssen. Ab einfach in Privatjet, in Flugzeug und Abfahrt, Freunde. Dann kam eine Frage von Wingsfighter und er fragt, wer hat alles Potenzial als Moderator? Potenzial als Moderator haben natürlich, um das einmal zu erklären, vielleicht bist ja auch gerade du dabei, der sich gerade denkt, oh, als Moderator könnte man sich ja eigentlich mal bewerben. Theoretisch kann das jeder machen, ist auch wirklich kein Problem. Ihr könnt einfach auf meinen Discord gehen, Freunde. Link unten in der Videobeschreibung, Freunde. Checkt den gerne aus, da findet ihr dann den Discord. Da könnt ihr gerne raufgehen und könnt euch da einfach unkompliziert bewerben. Voraussetzungen sind Mindestalter 14 Jahre und sehr, sehr aktiv sein. Wo ich auch schon gemerkt habe, viele Leute bewerben sich, aber sind gar nicht aktiv. Ja, das geht natürlich nicht. Also wenn ein Moderator natürlich dazu kommt, muss derjenige natürlich auch aktiv am Start sein. Es kann ja nicht möglich sein, dass jemand da ist, der Moderator ist, aber gar nicht da ist. Das geht ja gar nicht. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und die Frage kam von Supreme is back. Und er fragt, kannst du mal einen 24-Stunden-Stream machen? Ja, könnte man theoretisch wirklich machen. 24-Stunden-Stream haben wir ja schon mal gemacht. Ist eigentlich auch kein Thema, das so aufzuziehen. Ich bin nur extrem matsch, Alter. 24-Stunden-Stream, ne, das ist schon wild. Das ist schon sehr, sehr wild. Und das, wenn wir das machen, mit Ankündigung, Freunde und allem drum und dran, ja. Genau, dann kommen wir zur tatsächlich letzten Frage, Freunde. Und die ist von Lucien. Und er fragt, wie zufrieden bist du mit deinem Moderatorenteam? Da sage ich auch einfach mal so, es gibt den einen oder anderen, der sehr, sehr aktiv ist, der seinen Moderatorenrang auch hundertprozentig verdient hat, der ihn auch behält. Und es gibt andere Leute, denen würde ich am liebsten den Rang wegnehmen, was ich natürlich ich alleine nicht machen werde. Dazu werde ich immer die anderen Moderatoren noch befragen, weil ich finde, das ist keine Entscheidung, die ich alleine treffen darf, sondern da werden dann halt alle befragt. Genau, und so viel dazu. Das waren alle Fragen, Freunde. Falls ihr Bock habt, ja, lasst gerne unter diesem Video ein Like da. Falls ihr Bock habt, Freunde, und wir machen jetzt, wie gesagt, wir machen das jetzt öfters, ich werde jetzt einfach Ankündigungsvideos hochladen, werde da dann einmal sagen, okay, ihr könnt jetzt einmal eure Fragen unten in die Kommentare mit reinböllern. Könnt ihr es, wie gesagt, gerne machen. Ist ja kostenlos, Freunde. Wisst ihr, was noch kostenlos ist? Zu abonnieren. Das kann man auch auf ganz entspannt machen und man kann auch ganz entspannt noch ein Like da lassen. Also das ist, würde ich an eurer Stelle machen. Lohnt sich. Ihr macht auf jeden Fall nichts falsch. Sagen wir es mal so. Ja, und wie gesagt, falls der Content euch gefällt, supportet ihn. Sagt anderen Leuten Bescheid. Der beantwortet Fragen. Vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Frage noch, die ihr vielleicht noch so ein bisschen zurückgehalten habt. Stellt sie gerne. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und an der Stelle, Freunde, bedanke ich mich, wie gesagt, nochmal für euren gesamten Support. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle am Start seid. Kuss geht an der Stelle raus. Und ich wünsche euch einen wunderschönen und angenehmen Tag, Abend oder Morgen. Haut rein, bis dann und Cheeseburger!